Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Pokémon Tekken. Ich habe ein kleines bisschen Angst vor dem, was heute hier passieren wird. Aber, Kinders, ich wäre ja nicht Random Kai, wenn ich diese Situation nicht rasieren könnte. Nicht wahr? Oh ja. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Gegner heute gütig sein werden, ob ich heute voll auf die Fresse fliege. Ich habe ja im letzten Part gesagt, ja, eine Niederlage in 5 Kämpfen wäre ertragbar. Ansonsten, lass mal stecken. Das war schon relativ gut. Nein! Hallo! Was willst du nun eigentlich hier? Der steht da so, ja, und da kommt halt ein Donnerblitz, ne? Ist cool, ne? Okay, das sieht schon mal relativ gut aus. Das haben wir gepackt. Also wir sollten echt zur Not immer, wenn wir am Gegner dran stehen und er steht gerade auf, immer einen Donnerschock machen. Das ist sowas von ertragbar und ertragreich. Ne? Das sah sehr gut aus. Ui. Na, na. Wer bist du, wer du denkst? Olein. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Und Abschluss machen wir hoffentlich mit unserem knackigen Pikachu. Okay. Okay. Na, na. Lass das sein, ja. Okay, Kinders. Das war schon mal ein erster ziemlich guter Kampf. Also von meiner Seite aus, ich fand's okay. Er war wieder sehr leicht. Und gleich werden wir wahrscheinlich wieder einen Gegner bekommen, der übertrieben krass ist. So wie es halt immer ist. Na? Das kennt man ja nicht anders. Es ist immer so. Aber okay. Weiter auf den Angriff, weiter auf den Angriff. Maya und Gardevoir. Mal gucken, wie die Quote von den beiden ist. Ich bin voll auf Angriff eingestellt. Tja, aber dann hast du mich gesehen. Meine weißen Haare, meine geile Cap, mein geiler Parker. Und dann wurdest du weich, nicht wahr? Oh ja. Boah, 169 Kämpfe. Die hat echt Erfahrung. Die hat Kampferfahrung. Wow. Ich hab ein bisschen Angst. Wir müssen echt Vorsicht walten lassen bei dem Ding. Oh oh. Ja, wir sollten nicht immer nur rumspringen und irgendwas hoffen, ne? Hast du mir gerade deinen Arsch hingehalten? Habt ihr das gesehen? Wir sollten diese Attacke hier nur einsetzen, also die Donnerschock-Attacke oder Donnerblitz-Attacke, wenn es eine ist, wenn man im 2D-Raum ist. Das ist da viel besser. Es ist einfach im 2D-Raum viel, viel besser, die einzusetzen. Wie, du hast dich geheilt? Bist du irgendwie vollkommen behindert? Was willst du eigentlich nun hier? Was willst? Opfer HD? Meine Fräsen. So, wie war das? Hä? Mit deiner scheiß... Oh, war das der Blättersturm? Es kann sein, dass es ein Blättersturm war. Miststück. Oh oh. Ja. Jetzt bin ich noch dran. Um dich zu machen kaputt. Wobei, ja. Das wollte ich nicht. Nein, ich habe sie verpasst. Schade.
Sehr gut. Yes, Mann! Zwei Kämpfe, zwei Siege. Ich bin zufrieden. Und der Kampf war schon ein bisschen anspruchsvoll. Ein kleines bisschen, ja. Als der letzte Kampf gegen Lucario. Ja. Ich habe halt nur diese Angst, dass halt gleich wieder so ein Gegner kommt, wo ich nichts machen kann. So wie im letzten Part Gewaldro, wisst ihr noch? Das war unerträglich. Wow. Mit lange, natürliche Haare grün. Ihr zwei seid ein echt gutes Team. Euch bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Vor allem aber zieht ihr an einem Strang. Oh, wo ihr gerade schon mal hier seid, für meinen Blog. Stimmt es, dass ihr gegen Shad Mewtwo gekämpft habt? Shad Mewtwo? Das schwarze Pokémon, von dem alle sprechen. Die Leute nennen es Shad Mewtwo. War's stark? Bestimmt, oder? Und finden die Kämpfe wirklich an einem seltsamen Ort statt? Ja, wir waren plötzlich an einem völlig unbekannten Ort. Er war schön, aber auch unheimlich. Irgendwie cool, würde ich gern selbst mal sehen. Allerdings gab es in letzter Zeit keine Sichtungen mehr. Ich frage mich nur, naja, meine Leser wollen die Wahrheit wissen. Shad Mewtwo? So nennen die Leute es. Was wohl mit diesem Mewtwo und dem Mädchen los ist? Und dann das ganze Gerede von der schwindelnden Erdkraft. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Mhm. Godwin und Snubina ist genau, Snubina. Okay. Snubina. Alles klar, Kai. Alles klö. Du hast das Spiel verstanden. Immer doch. So. Die Frage des Tages wird sein, was wird Snubina drauf haben? Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal wieder mit Reshiram rauskommen und am Anfang wieder mit ein paar... Ich werde erstmal so ein bisschen näher kommen. Sehr gut. Oh, der war gut. Den hat er gut mitgenommen. Schön. Das Aufladen macht sich wirklich bezahlt. Das ist echt so. Das unterschätzt man echt. Beziehungsweise ich habe es unterschätzt, aber es ist... Wie, warum denn? Ja, was willst du eigentlich nun? Opfer HD? Was willst? Ja? Und Cresselia nochmal zum Abschluss. Ja, genau. Wenn du da halt stehen bleibst, bist du selber schuld. Oh, oh, oh. Nein. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Eieiei. Hat zum Glück nicht so viel abgezogen, ne? Hey, wo ist meine Helferenergie hin? Meine Resonanzenergie ist weg. Ey, die war eben weg. Wolltest du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, ey, wo ist meine Resonanzenergie hin? Der hat mir die geklaut. Jedenfalls bin ich mir todsicher, dass gerade eben die Anzeige noch voll war. Das kann ich euch sagen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war mal wieder ziemlich knackig von meiner Seite aus, muss ich sagen. Jetzt nicht mein bester Kampf, aber das will ich auch gar nicht. Hauptsache, wir kommen hier durch. Und ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass der letzte Kampf oder dass im letzten Part halt so Pokémon kam, die einfach unkaputtbar waren. So, dass ich glaube, es war da echt viel zu krass, es war viel zu schwer. Es war da, glaube ich, schon so auf Chroma-Liga-Niveau, kann das sein? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wir haben, naja, noch Gewaldro vor uns, Routena vor uns. Mal gucken, wie das da werden wird. Gewaldro, wir wissen, wie das gerade im letzten Part war, ne? Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen. Noch hier wieder eine sehr, 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 sehr kampferfahrene Dame. Okay, erstmal Cresselia, damit ich in der nächsten Runde auf jeden Fall Reshiram dabei habe. Ne? Der hat schon mal gesessen, sehr gut. Nein, Konter, du Arschloch. Schon wieder, ihr habt gesehen, ich konnte für echt für einen kurzen Augenblick nichts machen. Es ist halt immer so.
Oh oh. Nana! Heilung, bitte! Sehr gut, ich bin wieder auf 400 KP hoch. Das ist sehr gut. Ja, Mann! Okay, das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde jedenfalls sagen, dass das eine recht gute Leistung von mir ist. Ich muss halt mehr auf den Konter und sowas eingehen, ne? Auch gerade, wenn ich so im Beschuss bin, immer schön X und A drücken, damit ich da... Okay. Immer schön X, A machen, damit ich da schön kontern kann. Och, bitte hört auf. Jetzt kommt der an mit seinen scheiß Kontern. Kann das sein? Ey, verpiss dich doch weg. Drecksschmock. Natürlich, okay, ich hau ab. Beziehungsweise, ich mach die auch. Denn was du kannst, kann nicht lange. Ne, ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Draufgehen. Ihn nicht zu Wort kommen lassen. Ach, bitte. Der ist halt nur am Kontern, der scheiß Spacki. Spacki. Hm. Er ist echt nur am Kontern, Alter. Das ist so lächerlich. Nein, 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 nein. Jetzt hört er mal auf. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Oh mein Gott. Boah, das ist halt immer gegen Gewaldro so eine Sache, ne? Das ist ein Hassgegner von mir. Also Gewaldro ist echt zu übertrieben. Wow. Aber ich sag mal so, das Schlimmste haben wir hinter uns. Also es kann nicht mehr schlimmer kommen. Also Gewaldro ist da echt schon wow. So, Javier. Mit Routina. Hm. Auch wieder sehr, sehr kampferfahren. Fast doppelt so viele Kämpfe wie hier, also fast, ne? Über ganz, ganz überschlagen gesagt. Aber wir wissen auch, Routine kann auch eklig sein, ne? Auch Routine hat eine sehr, sehr ekelhafte Seite, deswegen... Dranpirschen, springen oder so. Sehr gut gemacht. Das war auch übertrieben gut. Wir lassen sie echt kaum zu Wort kommen, das ist... Gut. Sehr gut. Sehr gut. War aber auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so schwer. Ne? So, jetzt mache ich hier einen ganz, ganz safen Sieg, indem ich einfach direkt am Anfang zu ihr zulaufe. Reshiram holen. Dann sind wir schon mal 100 auf jeden Fall weg. Ja, in etwa. Natürlich heilst du dich wieder, du Miststück. Aber das kann ich auch. Ah, sie hat geblockt, sie hat geblockt. Verdammt. Egal, da muss ich halt mit purer Power dran gehen. Nein, ich hab doch geschlagen. Ich hasse es dann. Es ist halt immer so, dass sie dann profitiert, ne? Ah, das ist zwar hart, aber nicht unmöglich, das noch zu gewinnen. Wir sind auch gerade sehr, sehr in der Führung. Aua. Ich hab noch gekontert, Mann. Ist das dann ernst? Nach Tara, nein. Ach, komm schon. Jetzt hör doch mal auf. Geh doch einfach. Das ist nicht dein Ernst. Es ist klar. Es ist klar. Es ist so klar. Es ist so klar. Es muss immer so spannend kommen. Immer so unnötig spannend. Das ist doch nicht dein Ernst. Miststück. Nein. 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 Das ist doch so eine Missgeburt. Jetzt hör doch mal auf.
Hörst du mal auf, du bist doch so eine Drecksfotze. Du bist eine dreckige Mistfotze. Das ist doch nicht dein Ernst, weißt du so? Meine Fresse, es kann doch nicht sein. Wir müssen halt jetzt safe spielen, Alter. Total safe. Das machen wir, das machen wir. Also wenn die jetzt trifft, dann ist es safe. Mein Gott, ey. Immer so unnötig spannend machen. Das ist so, oh, das ist kacke. Weißt du, am Ende ist die halt sowas von krass drauf gewesen, Mann. Du konntest halt nichts machen. Du konntest nicht kontern. Warum auch immer. Aber es ging nicht. Wow. Aber egal, wir haben 5 Siege geholt, Mann. 5 Siege, endlich mal wieder. Wow. Eieieiei. So, wie viel da bin ich jetzt? 53 und jetzt bin ich 29. Sehr gut. Chillig. Gut, ich denke noch, wenn wir 2 gute Parts noch haben, kommen wir ins Turnier rein. Ne? Von daher gesehen, Kinders, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.